Hallo Minecraft-Freunde, da bin ich wieder. Diesmal am, ja, diesmal weiß ich auch nicht mehr. Ich bin, achso, hier in diesem Haus. Das letzte, was ich gemacht habe, ist die Bahn fertiggestellt und ich habe mich ausgeloggt bei meiner Infofolge, als ich in Urlaub gefahren bin. Also, ich bin wieder da aus dem Urlaub und werde jetzt wieder frisch aufnehmen. Gut, wir haben die Kisten befüllt. Ich hoffe, wir haben da auch wirklich alles reingetan, was denn drüben im Lager war. Das werden wir jetzt mal eben schnell nachgucken, indem wir nochmal eben schnell rüberfahren. Weil seht ihr, dass ich ein neues Texture-Pack habe. Jawohl, ich weiß gerade nicht den Namen, weil das habe ich schon vor meinem Urlaub geändert. Nur noch nicht in der Singleplayer-Folge. Wohl aber in der Folge, in meine Minecraft-WG-Folgen. Ja, wie heißt das? Ich glaube, das ist das DokuCraft Lite mal wieder. Genau, das müsste das eigentlich sein. Das habe ich mal wieder genommen. Das hatte ich ja schon mal ganz früher. Die Leute, die mich seit Anfang an sehen, werden das noch wissen. Schon sehr lange her. Ja, und ich dachte mir, das kramst du mal wieder raus. Das gibt es auch für die aktuelle Minecraft-Version. Das werden wir einfach mal benutzen und ja, sieht doch schick aus, finde ich. Also, ihr wart ja das andere Texture Pack like und light. Light, light, light. Ihr mochtet es nicht mehr, ihr wart es light. So. Mit, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, da nutzt du doch mal die Gelegenheit und packst wieder ein altes aus, was du selber sowieso schöner findest. So, ich sehe, ich habe hier noch nicht alles ausgeräumt. Das heißt, doch, das habe ich ausgeräumt. Ah ja, wenn die Kiste kaputt geht, dann kommen da grüne Dinge raus. Okay. Muss man nicht verstehen, ist aber auch egal. So. Ist hier unten alles rausgeräumt? Jawohl. Dann nehmen wir das auch mal mit. Ich könnte mir eigentlich ein Stück Werkzeug bauen, ne? Ich habe, glaube ich, überhaupt nichts im Inventar. Dadurch, dass ich alles rausgeräumt habe, als ich hier hin und her gemacht habe. Ja, ich habe meine Rüstung an. Super. Wie sehe ich überhaupt aus hier in der... Ah ja, das... Yeah. Okay. So. Ich könnte mir eben doch schnell eine Axt craften, ne? Wenn ich... Ah, ne, ich hab ja nichts hier. Ich habe ja überhaupt nichts hier. Eieiei. Und Nacht ist es auch schon wieder. Ich glaube, ich lege mich mal eben schnell schlafen und gucke mal, ob ich im Haus noch eine Kiste habe, wo was drin ist. Ich befürchte aber, da ist nichts. Naja, gucken wir mal schnell. Zack, da rein. Und dann legen wir uns mal schnell hier oben schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen! So, frisch aufgewacht geht es weiter. Da oben war keine Kiste. Hier unten haben wir auch keine. Ich guck mal eben auf der Rückseite des Hauses, aber ich befürchte, wir haben hier überhaupt jetzt gar nichts mehr. Doch, da ist eine Kiste. Oh, Dreck. Können wir überhaupt nicht gebrauchen. Ich dachte jetzt, wir hätten wenigstens sowas wie Holz. Dem ist aber nicht so. Wir nehmen mal kurz die Pflastersteine mit. Wir müssen sowieso alles eigentlich mitnehmen. Können wir mal eben hier schnell einpacken. Ich wollte mir nur noch eigentlich schnell eine Axt machen. Aber was ist das denn hier? Rosenrot. Oh, Rosenrot. Ah. Ich lasse mal kurz ein bisschen was frei. Denn ich brauche ja auch Holz und will mir eine Axt machen. Das heißt, ich brauche zwei freie Stellen. Warum habe ich hier kein Holz gelagert? Das wäre jetzt schön gewesen. Mehr Kisten sind da nicht. Da ist immer noch offen. Okay. Holz kriegen wir da oben natürlich. Ohne Timbermod ist das... Also ich habe den Timbermod. Habe ich ihn jetzt eigentlich hier drauf? Ich glaube, ich habe den gerade deaktiviert. Deswegen heute ohne Timbermod. Aber das macht ja nichts, ne? Das ist zu verkraften, hoffe ich. Wenn wir ein paar Folgen ohne Timbermod aufnehmen, brauchen wir sowieso nicht. Ich fälle den ganzen Baum, ich lasse natürlich nicht so einen halben Baum jetzt stehen, das machen wir nicht. So viel Zeit haben wir dann auch noch, um den ganzen Baum zu fällen. Gut, dann wäre der gefällt. Ich meine, derzeit hätte ich natürlich auch alle Kisten unten abgerissen. So, jetzt rauf wir mal schnell runter. Da stirbt schon wieder ein Skelett. Jawohl, und gleich noch eins hinterher. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern. Gut, wir machen. Das hätte ich nicht darin machen müssen, aber ich habe es jetzt gemacht. Dann machen wir daraus Stickies. 40 Stück. Das reicht auf jeden Fall für eine leckere Pflastersteinaxt. So, und mit dieser Axt können wir dann mal eben ganz geschickt die Kisten abreißen. So, die ist auch leer, die nehmen wir mit. Ah, es geht doch schon ein bisschen schneller, das ist doch schon mal gut. Was haben wir da noch drin? Ist auch leer, das ist gut. Ich meine, den Rest aus der Kiste, die noch da im Haus steht, das holen wir dann irgendwann später mal nach. Ich habe wirklich alles schon rausgekramt, das ist gut. Da oben ist auch leer. Ja, und da ist auch nichts mehr drin. Sehr gut. Das freut das Herz. So, die Schilder können wir auch mitnehmen. Die brauchen wir nicht hier, weil die sagen eh nichts mehr aus, weil das ist ja alles nicht mehr da. Was wir aus diesem Raum hier machen werden, weiß ich allerdings noch nicht. Ach, die Schilder können wir nicht mitnehmen. Weiß ich allerdings noch nicht. Hier, die zwei Kürbissamen sind mir egal. Nehmen wir lieber die Schilder mit. Hallo? Ach so, die...
Wir brauchen ja jeweils einen Platz. Dann lasse ich die Schilder nochmal hängen. So. Wir wollen die auch nicht verschwenden. So, fertig. Da steht ein D drauf. Perfekt. Gut, dann fahren wir mal schnell zurück. Die Kiste ist hier noch drin. Ah, die ist auch leer. Das ist sehr gut. Nehmen wir die auch noch mit. Weiß zwar nicht, was wir mit den ganzen Kisten sollen. Aber falls wir unsere Lagerhalle erweitern sollen. Ich glaube, es fehlte eine Folge. Das heißt, ihr wisst gar nicht, dass man die Lagerhalle eigentlich gar nicht so gut erweitern kann. Boah, den Knopf sieht man aber schlecht mit dem Texture-Pack. Liegt einfach daran, dass links und rechts das Haus natürlich begrenzt ist. Nach vorne hin ist meine Bahn hier und alles, also der Gang. Und nach hinten ist dieser Wassergraben, den ich natürlich auch zur Not wegmachen könnte, aber ich eigentlich nicht vorhabe. Ich könnte, was ich machen könnte, um mein Lager zu erweitern, ist höchstens ein zweites Stockwerk dahin bauen. Ja. Bei dem Bau ist natürlich auch schon ein bisschen, also ich glaube, das war genau die Folge, die irgendwie kaputt gegangen ist, die 251 war das. Da seht ihr, wie ich diesen Raum baue eigentlich und also da hättet ihr das gesehen, aber die Folge war ja kaputt. Und dann hättet ihr gesehen, dass ich da absolut keinen Platz mehr habe, deswegen ich auch so eng da alles bauen muss. Steig aus. Aussteigen habe ich hier noch so meine Probleme. So, jetzt gehen wir mal schnell hoch. Ihr merkt, ich bin voller Elan jetzt wieder aus meinem Urlaub zurück. Ich bin völlig ausgeruht und ja. So. Oh Gott, ich glaube, das ist schon lange her, wo ich jetzt die Ordnung eigentlich habe. Aber das ist der Grund, warum ich hier nochmal eine Mittelwand reingezogen habe und dann hier nochmal Kisten hingestellt habe, weil einfach nicht genug Platz vorhanden war. Ja. So, Pflastersteine. Habe ich noch ein paar dabei. Oh, das ist schon voll. Da passen wir hier rein, aber bin ich noch mehr Pflastersteine? Da unten sind auch schon mal hier drin. Ah, da sind auch Treppen drin. Okay, macht nichts. Wir packen noch ein paar Pflastersteine dazu. Nein, die Pfeile packen wir nicht dazu, bitte die Pflastersteine. So, dann haben wir Dirt. Dirt haben wir irgendwie, glaube ich, dann haben wir hier hinten hingepackt. Ich glaube, da unten Erde. Aber ich glaube, da auf der anderen Seite ist auch noch eine Erdekiste. Da tun wir das mal bitte zuerst rein. So, das ist Erde. Jetzt haben wir Bricks. Habe ich nicht irgendwo gerade Bricks gelesen? Nether Brick. Na, okay, das sind nicht die Bricks, die ich meine. Cleanstone, Feuerstein, Bricks und Zeug. Ah ja, da ist noch nichts drin, da packen wir die mal rein. Kürbisse, das ist Pflanzen. Pflanzen, wo habe ich Pflanzen hier getan? Ich muss mich erstmal wieder jetzt völlig orientieren. Hier sind die verschiedenen Sachen. Also ja, Holz, Laub, Nadelplanken müssen hier rein. Okay, haben wir. Ach, die habe ich umgewandelt in Stickies. Stickies ist Holz crafted, ne? Holz crafted. Da oben müssen Stickies rein. Und diese Türen sind auch Holz crafted eigentlich. Das ist Holz crafted. Das ist Holz crafted. Okay. Oh, das ist auch Holz crafted. Ja. Jetzt brauchen wir noch Pflanzen und Wolle und sowas. Das müsste hier hinten sein. Irgendwo Wolle und Farben. Da kommt das rein. Das, was ist das? Feuerstein? Nein. Das Pflastersteinstufen und noch Holzstufen. Das muss natürlich... Eieiei. Erstmal wieder Ordnung schaffen hier, ne? Das muss natürlich sein. Holz crafted. So. Habe ich den Stone crafted? Da kommt schon mal Feuerstein rein, das ist schon mal klar. Cleanstone, Feuer, Pflasterstein, Pflasterstein. Aber hier unten sind ja schon gecraftete drin, dann packe ich es einfach dazu. Ja, ich könnte das eigentlich auch Pflasterstein crafted nennen, oder? Dann hätte ich, das mache ich auch, glaube ich. So, Moment, wir packen die Pflastersteine einen höher. So. Gut. Und nennen das hier unten nicht Pflastersteine, sondern Pflastersteine crafted. Machen wir das? Das habe ich doch bei Holz crafted. Ja, dann machen wir das so. Dann schieben wir neu auf und sagen. So, dann machen wir Pflastersteine crafted. So. Hopp. Dann sind die jetzt da drin. Pflastersteine crafted, okay. Was haben wir noch im Inventar? Wir haben noch Pflanzen, habe ich gesagt. Pflanzen gehören, glaube ich, nach hier. Bin mir gerade nicht sicher. Kohle, Redstone, nein. Monster ist gut. Das haben wir nämlich auch was im Inventar, habe ich gesehen. Wo sind die Pfeile jetzt da? Und die Federn sind eigentlich auch Monster. Die Eier sind eigentlich Lebensmittel. Aber wir haben noch Pflanzen dabei. Und dazu gehört das hier, die Rosen und dieses Kürbissamen, ganz wichtig. Und die Schneebälle sind natürlich auch Pflanzen, das weiß man ja. Oh, verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch gehört nach da oben. Pilze sind Pflanzen. Eier sind Lebensmittel. Nahrung gehört auch da rein. Okay, dann packen wir das auch da rein. Kürbis auch da rein. Und den Ziegel, den packen wir. Den Ziegel und so ein Zeugs. Und dann haben wir noch die Kisten, die hier oben rein. Davon haben wir schon jede Menge. So, jetzt haben wir mal die Holzachs noch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal schnell in das Lager, was hier nämlich ist.
Gucken wir mal, ob wir da alles ausgeräumt haben. Ich glaube nämlich nicht. Das glaube ich, das ist nämlich noch alles voll. Oh je. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich weiterführen soll. Oh, Diamanten. Oh, Diamanten. Ah. Ich glaube, das räume ich noch eben eine Kiste und dann mache ich das andere mal offline, weil das wird uns, ich glaube, zu weit führen. Vor allem muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren, wenn ich das alles wieder einräume. Und kann dann nicht wirklich erzählen. So, ich habe doch hier Erde gehabt. Erde ist doch da unten. Nee, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist noch nicht voll, ne? Das müssen wir natürlich erst voll machen. Was wir alles schon an Rohstoffe gesammelt haben, ist echt... Fabio. So, jetzt sind wir hier bei Erze und Barren. So, da haben wir Diamanten. Das sind schon jede Menge, glaube ich. Da haben wir Golderz. Hier sind nur Erze drin. Redstone hat eine eigene Kiste, soweit ich weiß, nämlich da drunter. Das sind Redstone-Schaltungen. Redstone gehört auf die Seite. Das war natürlich sehr inkonsequent. Ne? Also, unfertige... Also, Erz da rein, Redstone dahin. Ist schon irgendwie doof. Das hätte ich untereinander machen sollen. Dann Redstone crafted dahin. Aber jetzt ist es so. Was sollen wir machen? So, Lapis Lazuli. Es kommt nach da oben. Gut, dann haben wir Laub. Laub sind eindeutig Pflanzen. Die gehören natürlich da rein. Das sind Pflanzen und Nahrung. Monster haben wir. Oh, Monster. Hier, ein paar Augen und ein paar Schnüre, ein paar Knochen. Ein Pfeil. Feuerstein gehört auf die andere Seite. Schwarzpulver haben wir noch. Und verrottetes Fleisch. Bretter. Aber was sind das für Bretter? Ja, das ist jetzt die Frage. Tintensäcke. Ja. Das sind ja keine Monster. Das ist, glaube ich, Farbe. Ja, da waren schon welche drin. Okay. So, jetzt haben wir noch Kies. Kies und Feuerstein gehört natürlich da hinten rein. Ha, ein Reim. So, machen wir den Kies da rein und machen den Feuerstein da rein. Da haben wir jede Menge von. So, jetzt müssen wir gucken. Holz crafted habe ich noch gesehen. Die Angel ist ja auch Holz crafted eigentlich, ne? Stein und Pflasterstein. Pflasterstein kommt hier herein, ist leider schon voll. Ich habe irgendwas im Hals, tut mir leid. So, Cleanstone haben wir hier unten. Zack. So, jetzt die Bretter. Was sind das für Bretter? Stopp. Das sind nicht die Bretter, das sind die Bretter. Okay, so. Holz, was ist das für ein Holz? Das erkennt man ja gar nicht. Rohholz halt, ne? Rohholz gehört hier oben rein. Graue Wolle und Melonen haben wir noch, jede Menge. Ich glaube, die behalten wir einfach mal als Nahrungsmittel hier bei uns. Auch wenn man davon ewig viel essen muss. Aber das macht uns alles nichts. So, sind wir wieder voll. Was ist denn das da? Netherstein. Oh, Netherstein gehört hier oben rein. Netherdreck quasi. Genau, das ist das. Netherbrick und anderes Netherzeug. Sehr schön. So, wie viele Melonen haben wir eigentlich schon? Mein Gott, die Kiste ist ja schon fast voll. Eventuell die Schneebälle doch mal umsortieren woanders rein. Eventuell, okay. Wolle und Farben, da gehört die Wolle weg. Okay, so. Haben wir alles. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte... Die Folge ist noch ein bisschen gut. Ich mache noch eine Kiste, weil ich dann genau mit der Folge abschließen kann und dann in der nächsten Folge was Neues anfangen kann. Ist das gut? So machen wir das. Hier haben wir noch jede Menge Dreck. Wir haben Ziegelsteine. Und noch mehr Dreck. Und hast du nicht gesehen. Und alles Mögliche dabei. Oh, ja, 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 ja. So, das bringen wir jetzt ganz schnell nochmal rüber. Und einfach nur, damit wir in der nächsten Folge damit was Neues anfangen können und dann nicht mehr sortieren müssen, machen wir das. Genau, das ist der Grund. So, Erde gehört hier unten rein. Da haben wir aber jetzt eindeutig zu viel. Jetzt wird einfach voll. Nicht ganz. Okay. Egal. Monster. Das muss im Monster. Das muss im Monster. Und das war's auch schon. Nee, das muss im Monster. Und Leder muss eigentlich auch im Monster. Genau. Und das ist rohes Schweinefleisch. Das gehört natürlich in die Nahrung rein. Rohes Schweinefleisch. Wir haben Bretter. Wir haben Redstone. Redstone gehört natürlich da drüben hin. Das haben wir ja schon gelernt. Wobei das gecraftete Redstone natürlich hier muss. Ich habe gerade irgendwas falsch reingeräumt, habe ich gesehen, weil ich habe noch Redstone im Inventar. Das ist ein Wassereimer. Mein Gott, ich überschlag mich heute schon wieder beim Reden. Aber das macht euch ja sicher nichts. Dann könnt ihr mir mal ein bisschen schneller zuhören. Schneller zuhören. So, das ist alles. Holz crafted, beziehungsweise Werkzeuge. Sand haben wir noch. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen aufteilen. Sand gehört nämlich hier hin. Holz crafted gehört da oben hin, soweit ich weiß. Genau, das ist Holz crafted, das ist Holz crafted, das ist Holz und das ist Holz crafted. Das sind normale Bretter. Laubplanken müssten das sein, genau. Dann haben wir Pflasterstein, das gehört hier hinein. Wir haben noch ein bisschen Feuerstein. Und wir haben einen Wassereimer, ein Wassereimer. Wo gehört ein Wassereimer? Wassereimer hin? Haben wir Werkzeuge oder was? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da benannt habe. Das muss ich jetzt mal schnell durchschauen. Werkzeuge, oh. Aha. Gut, dann ist ja auch klar, dass das, was ich gerade oben eingeräumt habe, nicht dahin gehört. Das ist ja zum Beispiel. Das sind ja dann Werkzeuge. Und die gehören eindeutig da oben hin. Zack. So. So viel Zeit muss sein, ne? Also, das hätten wir. Und was habe ich jetzt hier noch? Ziegelsteine.
Bricks-Zeug. So, zack, 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 zack. Okay, machen wir hier nicht so durcheinander hier. Okay. So, so ist es schön. Dann würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme und sehen uns in der nächsten. Tschüss.